Das ist halt. Ich weiß auch nicht. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, scheint die Spieleindustrie sich da so ein bisschen selbst zu überrennen, sage ich mal. Mhm. Immer schneller, immer schneller. Jedes Spiel wird. Es ist übrigens krass, wie viel Werbung zwischen für Spiele gemacht wird. Das du, vor ganz ehrlich, Jahren die Produktionskosten für Spiele sind ja auch unglaublich. Ich meine, was hat jetzt GTA 3 gekostet an Produktion? 250 Millionen, meine ich. Das sind mehr als jemals für irgendeinen Film ausgegeben wurde. Ja, und da reden wir auch vom teuersten Film aller Zeiten, der hat trotzdem keine 250 Millionen gekostet. Ich meine, klar, kein Film hat jemals im Starttag eine Milliarde eingespielt. Muss man natürlich auch sagen, weil GTA 5 ist ja auch verkauft. Was ich so gar nicht verstehe, weil ich habe so von dem Spiel null mitbekommen. Das kam auch irgendwie, ich weiß nicht, so plötzlich, finde ich. Da gab es dann die Ankündigung und das war's. Ich meine, wir waren ja auf der Gamescom. Hast du da irgendwas von GTA 5 gesehen? Nee. Da war nichts. Was ist das? Ich meine, welcher Publisher vertreibt denn das? Warte mal, ich komme mal gerade raus. Entwickler ist Rockstar? Oder auch nicht. Hallo? Okay, ich kann gerade nicht. Ich dachte, ich könnte dich da hochschlagen, aber das sind ja eh nur ein paar Punkte. Wenn nicht. Mein Entwickler ist Rockstar, weil wir. Ach, 2K Games ist das doch, oder? Möglich. Als Publisher? Oder ist 2K dafür zu klein? Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ich hab so echt von dem Spiel gar nichts mitbekommen. Mhm. Da gab es dann ein, zwei Gerüchte, die gab es dann und dann gab es plötzlich irgendwie auch schon GTA 5. Richtig. Das ging ja relativ. Deswegen, ich konnte mich gar nicht so wirklich, wie gesagt, darauf vorbereiten. Wobei ich auch vom Vierer so ein bisschen damals enttäuscht war. Weil der. Ich weiß nicht. Die Charaktere waren für mich irgendwie nichts Besonderes. Hm. Ich weiß nicht, alles was ich gehört habe, ist, dass der Fünfer überragend gut sein muss. Das habe ich auch gehört. Und wenn jetzt kommt noch der Online-Modus dazu. Oh, wir haben eins übersehen. Oh nein. Gut, Online-Modus weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Spielen, die man unbedingt. Also ich weiß nicht, ich brauche jetzt keinen Online-Modus unbedingt. Also wie ich es verstanden habe, ist das sozusagen wie deine eigene Stadt, dass du da einen Job haben kannst, wie du willst, dass du Missionen machst mit Leuten, dass du Missionen selbst erstellen kannst und dir dann anbietest, dass du, keine Ahnung, entweder ein Drogendealer sein kannst, der überall von anderen Leuten die Sachen einkauft, teuer weiterverkauft. Es bietet anscheinend unglaublich viele Möglichkeiten. Bin mal gespannt, wie die Umsetzung letztendlich sein wird. Ja, bei 250 Millionen Entwicklungskosten. Weil ich mich auch frage, was die da mit dem ganzen scheiß Geld gemacht haben. Das ist von ganz nah auf dem Arsch. Tja. Ja, gut, wenn du allein schon siehst, dass sie da wieder für Radiosender aufgebaut haben, die Sprecher, dann haben sie anscheinend echte Gangmitglieder aufgetrieben, die dann die Sachen sagen, die halt so die Leute sagen im Spiel. Das ist auch sehr interessant. Hat keine Kosten gescheut, überall schön wieder provokant, damit es auch jeder kauft. Tja. Bin ich mal gespannt, wie es denn ist, wenn ich es dann selbst habe. Ich find's ganz lustig. Hast du das letzte Zeit eigentlich mal gemerkt, dass jeden Monat irgendwie das Spiel des Jahres rauskommt? Ja. Das ist irgendwie jeden Monat ist ein Spiel ganz groß in der Werbung. Erst war es, meine ich, Bioshock Infinite. Hieß es, meine ich. Dann. The Last of Us, jetzt GTA. Hm. Und was nächsten Monat ist. Dann. Schade. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich glaube auch. Ja, das sieht logisch aus. Och, und da ist ein Durchgang. Ach, ich will. Ich weiß nicht, ich warte immer noch auf Star Citizen. Wir haben jetzt auch die 20 Millionen Dollar Marke geknackt. Also. Ich meine, ist ja auch ein komplett gecrowdfundetes Spiel. Mhm. Aber was ich bei Star Citizen unglaublich interessant finde, ist, dass du da nicht so dieses Problem hast mit diesen ganzen Leuten, die sich da die ganze Zeit am laufenden Band beschweren über warum ist Alpha. Ich meine, die erste Alpha-Version kam jetzt raus mit dem Hangar-Modul, wo du dir deine Schiffe ansehen kannst und so. Mhm. Und da gab es sowas eigentlich gar nicht. Kommst du da hin? Wohin? Da links zu dem. Nee. Gut, dann stirb einfach mal und dann machen wir es nochmal. Cool. Machen wir so. Wobei, wie das von dem Spiel hört man ja, wenn man so sich nicht wirklich direkt dafür interessiert, eigentlich gar nicht so viel, ne? Außer du guckst halt speziell danach. Ja.
Das ist irgendwie das Schöne, weil wenn du so im Internet so stumpf rumguckst, dann siehst du aktuell überall Posts über GTA und du weißt eigentlich schon direkt. Jetzt alles, mach das doch nicht immer gleich ist, kaputt! Ist dann nicht, du kannst dich doch rüberschwingen damit. Dann schneide ich das ja so ab, dass du dann. Ich habe nichts gesagt. Lass es doch. So, jetzt, das war okay von mir, hoffe ich. Ja. Achso, da kommst du direkt. Ach, deswegen waren die Monster auch da unten, bis du wieder rauskommst, wenn du verkackst. Aha. Ja. Süßer Kerl, ne? Absolut. Aber ich finde das halt echt krass, weil, weißt du, weil das Spiel ist ja an sich wirklich so eine komplette Was soll das denn? So eine komplette Insider-Sache. Und trotzdem hast du halt wirklich deine 20 Millionen nur durch Crowdfunding, ja. Das ist krass. Was dir halt dann auch. Hallo? Das habe ich auch nicht verstanden. Dass du halt dann auch wirklich ein gutes Stück darüber verrät. Klar hast du auch ein anderes Publikum. Ja, das sind diese ganzen, sag ich mal, schon ein bisschen älteren Gamer, so wie ich, die damals ja noch die Space Sims so ein Stück weit mitbekommen haben. Und das, was Chris Roberts da verspricht, ist natürlich auch ein Stück weit, ich meine, das ist ein Spiel, das so in der Form, ja, ich meine, er verspricht ja wirklich alles, ja, praktisch ist es ja wirklich ein First-Person-Spiel. Du hast dein Raumschiff, in dem kannst du dann auch rumlaufen, wenn du willst und musst. Du kannst auf Planeten kämpfen. Oh. Okay. Ich dachte, ich kann mich da festhalten. Ist auch nicht, wie ich auf die Idee kam. Das klingt schon krass. So wie das perfekte Spiel, so wie das echte Leben im Weltraum einfach. Und mein Chris Roberts hat ja damals Wing Commander und Privateer gemacht. Na hoch. Flieg mal rechts und ich drehe den Controller schnell. Ja, theoretisch geht's. Okay, ja. Hat er damals Privateer und Wing Commander gemacht und war ja die maßgebliche Ideengeber hinter Freelancer. Ich meine, das wird jetzt keiner Sau irgendwas sagen, vermutlich mal, weil die meisten Leute das Spiel so gar nicht mehr kennen werden. Wie ich. Zum Beispiel. Ich habe nie, war ja wahrscheinlich PC gewesen. Genau, und Freelancer ist ja auch schon ewig alt, das ist ja, wann kam das raus? Mein Gott, ich sag mir sowas, aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. Und das war ja eigentlich schon so, dass. Damals wollte Chris Roberts ja praktisch das Spiel machen, das er jetzt macht. Mhm. Er hatte halt nur nicht die Mittel für, ja, weil Digital Anvil, die Firma, die er damals gegründet hat, ist dann ja von Microsoft aufgekauft worden. Mhm. Und die haben natürlich dann auch ganz klare Vorgaben gegeben, ja, als Publisher. Wie viel, was ist sein Budget, was darf er haben, was gibt's nicht und so. Und jetzt hat er natürlich die Freiheit, dass natürlich mit Geld zugeschissen wird, ja. Oh ja. Krass, wie viel Geld man einfach für eine Idee allein schon bekommen kann, ne? Es ist auch ein wirklich großer Vertrauensvorschuss, den er da kriegt, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, er ist damals nicht hingegangen, hat sich eine Kickstarter-Plattform gemacht und hat gesagt, hier Leute, das ist meine Idee und das mache ich. Er ist hingegangen, hat eine Million von seinem Privatvermögen genommen, beziehungsweise halt eine Million aufgetrieben, hat erst einen Prototypen entwickelt, den er dann den Leuten tatsächlich vorgestellt hat und ist dann gesagt, so Leute, das ist der Prototyp, den ich alleine in einem Jahr entwickelt habe, gebt mir Geld und ich mache daraus ein richtiges Spiel. Und die Leute haben sich diesen Prototypen angesehen und haben gedacht, Alter, the fuck. Ich meine, ich glaube, ich habe dir damals sogar das Video von den Prototypen geschickt. Kann gut sein. Und diese diese wirkliche Detailtreue und ja, überhaupt diese ganze Mechanik dahinter, also dass du wirklich First Person auf diesem großen Carrier rumläufst, in dein Raumschiff reingehst, dann mit diesem Raumschiff reinfliegst, ohne Loading Screen, das ist halt das, was ich wirklich geil finde. Und auch so an Teasern und Trailer, alles, was sie ja so nebenbei immer mal wieder veröffentlichen, das sieht halt, ich weiß nicht, es gab damals schon jede Menge Leute, die meinten, Leute, hört auf, am Kerl so viel Geld hinterher zu schmeißen, das kann der gar nicht verwirklichen. Aber
damals gab es halt die vorherrschende Meinung, wenn es jemand kann, dann er. Und ich meine, er hat ja ein gutes Reputation. Ja, Repertoire. Sagt man hier im Deutschen, weil es französisch klingt und dadurch natürlich... Nee, Repertoire ist, was du in petto hast, also was du benutzt. Egal. Reputation. Genau. Gut, also das. Halt wie auf Englisch. Scheiße, oh Gott. Genau, er hat ja eine Reputation. Ich bin genial. Eben durch Wing Commander und auch durch Privateer. Die, wobei ich ja natürlich sagen muss, ich hab ja eigentlich nie Wing Commander und Privateer gespielt. Mhm. Einfach auch, weil ich dazu zu jung bin. Das merkst du halt, weil die ganzen Leute, die das damals gespielt haben, die auch heute noch Gamer sind, gibt es auch mehr als genug von. Ich meine, heute geht es ja ganz stark von diesem Trend weg, dass ja nur noch wirklich, dass du ja sagst, ja, deine Gamer sind bis 25 und dann hört's auf. Das ist ja nicht mehr so. Du hast ja heute auch deine 40-Jährigen, die gerne noch ihre Runde Call of Duty zocken, ja, oder es ist halt, Computerspiele, die Leute, die damals damit aufgewachsen sind, ja, die sind halt heute dann alle älter. Und die spielen aber trotzdem immer noch. Ich lese mal gerade vor. Willkommen in der Kuscheltiergalerie. Tag für Tag bringen deine Kuscheltiere neue Lumps hervor. Es haben so viele Kuscheltiere wie möglich. Sklaven. Okay. Sklaven. Ist das jetzt ein Kuscheltier? Die Frösche? Was? Ich bin voll verwirrt. Ja, ich auch. Es gibt auch so wieder so viel. Ja gut, dann gehen wir zurück ins nächste Level und rede weiter. Und die Leute, die haben natürlich heute dann auch ganz andere, sag ich mal, finanzielle Möglichkeiten, ja, ist ja bei mir genauso. Ich bin jetzt auch älter, sag ich mal, ja, wo ich früher Probleme hatte, mir 60 Euro für ein Spiel aufzutreiben, sag ich heute, okay, ich will Last of Us spielen, bestelle ich es mir halt. Ja, sind dann halt 60 Euro, aber das sind dann halt natürlich auch 60 Euro, die ich, sag ich mal, einschätze und wo ich dann sage, okay, das sind 60 Euro, ist eine Investition für mich, ja. Richtig. Und genauso ist es dann halt beim Crowdfunding, wo es auch jede Menge Leute gibt, die gesagt haben, okay, ich stecke da gerne mal ein Tausender in die Entwicklung rein, ja. Und ich bin immer noch der Meinung, du hast ja öfters bei diesen Crowdfunding-Sachen dann so deine Top-Tiers, wo du dann deine 1000 Dollar, Euro da rein und dann ja was weiß ich was für kriegst. Ist ja bei Star Citizen im Grunde genommen gar nicht so, weil... ich glaube, wir sind tot. Ich glaube auch. Rennen! Okay. Es geht auf Zeit, mal wieder. Immer gut. Weil da ist es ja wirklich im Grunde genommen so, dass alles, was du... Ich meine, das, was ich wirklich am krassesten fand, ist, es gibt ja diese verschiedenen Raumschiffe und die kannst du dann halt kaufen. Mhm. Die kannst du natürlich dann auch in-game praktisch kaufen. Das ist dann jetzt halt praktisch, ich weiß nicht, wie man das so genau beschreibt, aber es ist halt eigentlich eine ganz nette Sache. Und dann hat er da letztens ein Sale gemacht von einer Raumschiffklasse, die natürlich dann im fertigen Spiel begrenzt sein sollte. Mhm. Ja, es war halt so ein großer Carrier und da hat das Raumschiff dann halt wirklich 2000 Dollar gekostet. Und die waren limitiert auf, ich meine, 50 Stück und es hat eine Viertelstunde gedauert, es war keine mehr übrig. Mhm. Das muss ich mal vorstellen, ja, der hat in einer Viertelstunde 50 mal 2000 Dollar gemacht. Also in einer Viertelstunde 100.000 Dollar eingenommen. Und so ist es ja auch mit den ganzen restlichen Crowdfunding-Targets, ja. Ich meine, wir steigen in der Woche um 1 Million, ist wirklich so. Ja, also der kann sich gar nicht so schnell neue Crowdfunding-Ziele ausdenken, wie die Leute fanden. Jetzt hat er mit 20 Millionen gesagt, okay, wir müssen jetzt umbauen, Leute, es gibt jetzt nicht mehr so viele Ziele. Wir bauen das System jetzt auch ein bisschen um. Aber ich finde das schon sehr bezeichnend auch. Also. Na gut, du siehst das halt. Früher waren die Gamer halt total Nerds und heutzutage ist es so dermaßen anerkannt und die Leute haben entgegen aller Prognosen von Experten doch noch Lust gehabt, weiter zu spielen, wenn sie alt werden. Ja, und dann. Ja, besonders hast du jetzt halt nicht mehr diese mittellosen Gamer, sondern du hast ja auch wirklich die gut verdienenden, ja, sage ich jetzt mal. Gut, ich meine, es sind halt nicht die Hardcore-Gamer, das musst du halt so aussehen. Ja, weil wir im Job haben halt nicht mehr so viel Zeit, also tatsächlich. Zocken, aber ich vermute mal, gerade diese alleinstehenden 25- bis 35-Jährigen mit einem guten Job, die haben halt am Wochenende nichts zu tun. Die haben frei und wenn sie nicht gerade saufen gehen mit den Kumpels, dann gehen wir halt zocken. Richtig. Ist halt so, ja.
Gut, ich meine, ich habe jetzt leider keinen Job, mit dem ich dann frei habe. Das ist halt meine Fresse, ich war nur am Sterben. Ich weiß, du bist aber ziemlich cool gerade. Ich find's schrecklich. Das ist das erste Level, in dem du besser bist als ich.